Hallo Freunde, was geht? Hier ist Relit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ja, Freunde, wir sind jetzt bei Folge 13 und ja, wir haben jetzt wieder mal einiges erlebt und haben jetzt erfahren, dass jetzt der Großmeister Mirabiu war das, genau, Mirabiu, dass der gestorben ist, also getötet worden ist, besser gesagt, vergiftet. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem Mörder. Einige Hinweise haben wir ja schon durch den Apotheker und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt hier so abgeht bei der Konfrontation. Und starten wir mal, ne? Charmanter Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. Die Spur untersuchen. Okay, einige auch. Okay, hier geht's lang. Okay, hier hoch. Als wenn der Assassine hier so ein Köter wäre. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise, ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich verstehe. Vergiss nicht zurückzukommen. Sieht sehr romantisch aus. So, wo lang müssen wir jetzt hier hoch, ne? So, los, Köter. Das soll er sein. Ey, den kennen wir doch! Das hat lang gedauert, Pisspot. Belek. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns! Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen! Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Massiaf, Montiregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun... Wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Belek, du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Ich
Belek, bitte. Komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln, wie vernünftige Geh Männer. Auf! Vernünftige ja, hallo. Männer paktieren nicht mit Templer-Tochter. Du enttäuscht mich, Pisspot. Kleiner Bock bist du, oder? So sagt man. Scheiße. Boah, ich hasse das. Rausholen sollen! Verräter! Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann. Öffne die Augen, Bursche! Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen. Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Weißen also weiter und geht's. Komm her, du Verräter. Du hast uns geschwächt, nicht die anderen. Was er gewonnen hat, so diese Blende, die Scheiße da, ne? Komm, 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 komm! Boah, so lange kann ich auch nicht mehr! Verrotten lassen sollen! Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belek! Du bist es, der es so enden lässt! Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben! Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch! Pass auf! So, ist des Pudels Kern. Nicht Mirobo hat deinen Verstand vergiftet, sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Zeit, es zu beenden! Auf mich gehört, Junge.
lange ist er noch am Leben, ne? Tu es. Wenn du nur eine Unze Überzeugung besitzt und nicht nur ein liebes toller Milchbubi bist, tötest du mich jetzt. Merci, mon ami. Du sollst doch halt zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Was ist verloren? Na. Gott verdamm mich. Dann wollt ihr es durchziehen? Euer Protégé bürgt für Sie. Vertraut ihr ihm? Bis zum Tor, doch ich traue dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chen. Chen. Repose, okay. Also hat er Arnos Vater getötet? Repose on play. Also echt krass. Krass. Wirklich. Dass er Arnos Vater mit was zu tun hatte und die gleich töten wollte und alles drumherum.